Hallo meine lieben Turnfreunde und willkommen zu einem neuen Video meiner Turnwelt. Heute mache ich eine Wettkampfroutine und ihr habt ja auch danach gefragt, ob ich das mal machen kann. Auf jeden Fall nicht wundern, wenn ich jetzt noch einen Schlafanzug anhabe. Ich habe zwar gerade schon gefrühstückt, aber ich ziehe ja jetzt gleich direkt meinen Turnanzug an und mit dem Turnanzug kann ich ja nicht frühstücken. Dann würde ich auch mal sagen, los geht's! Ich erkläre euch noch kurz, was das für ein Wettkampf ist. Das ist die Verbandsqualifikation. Die erste Runde hatte ich schon. In der ersten Runde musste ich halt nur unter die ersten 10 kommen, bin nicht. Deswegen bin ich jetzt in der zweiten Runde. In der zweiten Runde muss man auch mal unter die ersten 10 kommen, damit man dann ins Landesfinale kommt. Und wenn man dann halt unter die ersten 10 kommt, dann tut man halt gegen, also ich turne jetzt halt gegen die Älteren. Manche sind sogar 2 Jahre älter als ich. Deswegen ist es fast unmöglich, jetzt für mich ins Landesfinale zu kommen. Ich mache mir auch gar nicht so große Hoffnungen, aber ja, ich probiere es halt. Ich bin froh, dass ich in die zweite Runde gekommen bin. Dabei sein ist alles und ich gehe jetzt duschen. So, ich komme jetzt gerade aus der Dusche. Ich gehe jetzt meine Haare föhnen und danach gehe ich meinen Turnanzug anziehen. Ich zeige euch jetzt erstmal, welchen Turnanzug ich anhabe und danach zeige ich euch, was in meiner Tasche drin ist. Also, ich habe diesen Turnanzug an. Der ist total gemütlich, deswegen habe ich den auch angezogen. Ich drehe mich jetzt einmal um. Ich kriege gleich natürlich noch die Haare gemacht, ich gehe natürlich nicht so dahin. Und jetzt zeige ich euch, was in meiner Tasche drin ist. Also hier ist erstmal noch eine Tasche. Die nehme ich mit nach unten gleich. Ich habe das jetzt hier so ein bisschen, knick das hier so ein bisschen, weil da der Vereinsname drauf steht. So, jetzt aber. Dort steht auch Heli drauf. Und jetzt zeige ich euch, was da drin ist. Also erstmal sind da Turnstöckchen, falls es mir unten kalt wird. Und dann ist noch was zu trinken drin, falls ich Durst habe. Dann mache ich jetzt weiter. Also in dieser Dose ist Schokokuchen drin. Kann ich jetzt nicht auspacken, weil das in Alufolie eingewickelt ist. Okay. In dieser Dose. Wartet. Ist normaler Kuchen. In dieser Dose ist Fleischwurst und Gurken. Also sind Fleischwurst. Und Getränke, also 2 Flaschen. Und mein Portemonnaie mit Geld. Da ist immer so ein Aussteller und da kaufe ich mir immer was Schönes. Riemchen oder Turnanzüge. So, meine Frisur ist jetzt fertig. Die sieht so aus. Und ich habe total vergessen, meine Taschentücher einzupacken. Was war denn das? Diese hier. Natürlich mit Einhörnern. Ich will jetzt auch mein Taschentuch raus, um euch das zu zeigen. So sieht das Taschentuch aus. Ich drehe das einmal. So. Riechen tut es nicht, aber es sieht trotzdem schön aus. Natürlich tue ich vorher noch immer auf dem Balken einmal die Übung und das mache ich jetzt auch direkt.
hoffentlich klappt das gleich beim Wettkampf genauso gut. Wir gehen jetzt auch schon zum Wettkampf. Ich hoffe natürlich, dass ich Glück habe. Und ich bin eigentlich bestens vorbereitet. Und bis zum nächsten Video. Und tschüss!